Das ist La Madeleine, eine der vielen Kirchen von Paris. Sie befindet sich zurzeit noch im Bau, ist also geschlossen. Aber Templer treiben sich hier herum und gehen ein und aus. Scheint, als hätten sie eine Stätte der ersten Zivilisation unter der Kirche entdeckt. Und die Artefakte werden in diesen Häusern versteckt. Nehmt die Artefakte an euch. Moin, seid mal lieben Freunde und herzlich willkommen zurück. Ach, halt die Fresse, Bishop, ich mach grad die Ansage. Halt die Fresse! So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, mal so für zwischendurch. Ich spiele gerade eine Runde Assassin's Creed mit dem lieben Pinbuster. Und ich habe mir gedacht, weil ich und er, zumindest ich habe gerade so einen übelsten Geldfetisch in dem Spiel entwickelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte auf jeden Fall hier etwas reicher werden als die meisten. Und deswegen habe ich jetzt mal gedacht, ich nehme euch jetzt mal mit auf diese fantastische Reise. Ich werde es euch dreimal... Junge, nein! Was macht meiner denn? Ich habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt mal mit auf diese Farm. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ah, ja, 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 ja. Auf diese fantastische Reise. Hast du schon verkackt, oder? Ja, nee, noch habe ich keine Belohnung verloren. Oh, ich wurde gerade wieder fast entdeckt von so einem Typ. So, da unten der Typ, der bevor er mir jetzt wieder auf die Eier geht. Auch wieder weg? Berserker Kling Power, oder? Auf jeden, Alter. Wir zeigen jetzt mal hier im Let's Play, was eine richtig geile Berserker Klinge zu vermachen mag. Also erstmal hier unten den Türsteher, oder? Den Türsteher übernehme ich. Einmal. Ich mach die Eintrittskarte. Und den habe ich gerade verfehlt, den Fett. Alter! Mein Name! Alter, der wurde gerade zweimal getroffen. So, also... Schnell, schnell, okay. So, wie ihr seht, das machen wir nicht ohne Grund, denn... Pinbuster, du hast die große Ehre zu schießen. Auf welchen? Egal, ey. Hauptsache du holst die ganzen Leute aus dem Turm raus. Warte. Scheiße. Passt auf. Wie ihr sehen könnt, passiert nichts. Da kommt. Ey, willst du dich verarschen? Was machen die? Normalerweise kommen die jetzt aus dem Turm hier aus dem Haus rausgeronnt. Also, sie gucken gerade schon interessiert in unsere Richtung, aber mehr auch nicht. Spare lieber mal die paar Schüsse, die wirst du noch brauchen. Geil, meiner hat gerade einen weggemacht. Nein, jetzt bekriegen die sich gegenseitig. Unsere Berserker-Klingen-Typen. Aus! Hä, aber sind die nicht gerade bloß oben? Nee, die sind schon oben, aber... Da passiert gerade nichts. Okay, also... Der Türsteher ist weg, bleibt nur noch der Fette. Ich würde sagen, wir ruppen jetzt runter, einfach. Ich würde sagen, wir ruppen jetzt richtig runter, Alter. Ja, komm, hau raus. Das ist ein Scherz, gerade jetzt kommt doch einer an. Das ist ein Scherz, jetzt kommen sie alle. Verpiss dich. Weg, 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 weg. 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 Ich hätte genau ein einziger gesehen. Und wegen dem habe ich gerade übelst Belohnung verloren. Aber egal, sind sie alle unten. Hä? Auch dieser schule Wichsmelon-Heini, ey, der hat mich schon wieder hier durch die Wand gesehen. Wie kann der mich durch die... Ach, Alter, das ist doch Betrug, ey, so ein schules Fickspiel. Lol. Lol. What the fuck? Ich hab's auf Video, hier liegen gerade 1, 3, 6, 9, 12, hier liegen ungefähr 30 mal solche Büchsen oben rum bei mir. Mindestens. Kriegst du den noch? Ich hab doch alle, oder nicht? Nein, da ist doch einer drin. Nee, bei mir ist keiner mehr. Hast du den? Ja, warte. Ich komm weg. So, okay. Fertig. Okay. Also wir müssen jetzt aufpassen, meine lieben Zuschauer, denn der Pinbuster trollt sehr gerne und hetzt mir jetzt alle auf den Haaren. Zum Beispiel so trollt er. Gehst du hoch? Jetzt ist ihm wirklich dieses Giftgasbombe ab, oder? Lass da hochgehen. Hä? Alter, was hast du gemacht? Was hast du geworfen? Ich hab nix geworfen, ich hab nur mal ganz kurz da drüben gezeigt, dass das Bild scheiße aussieht. Ja, 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 komm. Nein, der kommt! Der kommt! Du kannst dir sonst wo hinstecken.
Er kommt! Ja, also er kommt. Meine Fresse, er kommt zwei. Drei. Vier? Schuss. Jetzt kommen vier. Warte, ich hau mal kurz einen Smoke hin. Ich wurde entdeckt. Du wurdest wieder entdeckt, weißt du? Ja. Du bist drum, wurdest entdeckt. Ja, sorry. Merkst du ja, du kannst gar nicht. Lol, nein! Ja, hab ich. Übrigens, liebe Zuschauer, wir schreiben gerade den, keine Ahnung wie viel, ist mir auch scheißegal, um 16.51 Uhr. Du Arschgesicht, du Arschgesicht, du Arsch, nein! Ja, easy. Das verdient. Jep, die war nichts. Sorry. Vor allem, jep, die war nichts. Ich hasse diese Frau. Gut, ich bin dann schon mal on the road, falls es die nicht ist, auch noch zu der Horror House. On the road, mein Lieber. Ich könnte jetzt hier was reinspielen. On the road again. Ich sag es frei. Jawohl, Alter, ich hab Giftgas bekommen. Komm schon. Lea, tut mir leid. Ach, leck mich, du Alter. Ach, leck mich. Immer das Gleiche mit dir. Echt so, Alter, was kann die eigentlich? Nee, mein Freund. Nein! Du Spacken, ey. So, ich würde sagen, wir gehen aber gleich zum Horrorhaus. Hinten ist auf. Das ist da wieder so dumm. Nee, vorne ist auf. Vorne. Warte, ich geb dir von oben dann Support. Wenn du noch ganz kurz wartest. Ja, oder aber du machst es ganz alleine, sehr gut. Ja. No, ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch, so wie jetzt. Ach komm. Na, ja, wurde entdeckt. Kurzzeitig. Egal, ich bin da. Gut, hör den ganzen Lohner weg. Schön. Lolo. Low, 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 low. Ja, was mach ich? Gehst du hoch? Ja, natürlich gehe ich hoch. Wo soll ich denn sonst hingehen? Ich weiß nicht, vielleicht willst du mit runtergehen. Ja, jetzt ob, das kann ich auch mir per Hardlaute anschauen. Einen Moment mal. Ja. Scheiße! Du Arschgesicht! Renn, renn, renn! Scheiße! Das ist ein Scherz. Das ist eine Missgeburt, ne? Das war aus Versehen, Mama! Das war aus Versehen, so ein Stück Scheiße, Alter. Oh Mann, Alter. Da ist aber noch einer, so ein Türsteher. Ist hier unten? Hier ist da gar keiner mehr. Nicht doch. Ein Türsteher. Ah, die Katze. Der soll wohin stecken. Komm jetzt! Komm! Schneller! Okay. Aber wegen der habe ich inzwischen schon eine dritte Belohnung verloren. Sehr gut. Ihr seht, Leute, das ist der absolute Vorführeffekt, beziehungsweise Pinwasser trollt ja sehr gerne rum. Oh ja, komm. Das war aus Versehen. Warum passiert das so halt immer? Nein! Ach, das ist doch scheiße! Mit sich so mit ihr pinnert wieder alles verkackt. Warum der Kack-Marktplatz? Der macht die fetten Show jetzt gleich. Ja, warte, da bin ich aber gleich auch mit dabei. Fetten Show! C'est un meurtre! Faites quelque chose! Er bringt uns doch immer wieder ein Grinsen ins Gesicht. Vor allem habe ich fast noch die volle Belohnung. Ach so, ja, ich habe nur noch zwei Drittel Belohnung. Hm? Danke. Das ist meine Schuld. Ach, das ist ja nicht hier. Ivo. Na, ist das so? Oh Mann, Alter. Hä? Hä? Wo ist der? Hier fehlt ein Sniper. Lol. Wie der rumbackt. Scheiße! Oh Mann! Ich hab's auf Video, der Typ backt gerade in der Wall rum. Der Sniper. Unity lässt grüßen, sagst du? Ist einfach so. So geil, Alter, wie der Wall. Was machen die denn da?
Krieg ich den? Ja, okay, ich hab... so geil, Alter, der wackt einfach mitten in der Wand rum. Zu herrlich. Hä? Hat er auch... Wirf doch, Junge! Hä? Kriegen die auch mal Damage, die beiden Türsteher da? Oh, Giftgasbombengruppe, gib ihm! Oh, jawohl, ich krieg noch Unterstützung. 2, 4, 6, jawohl, Alter, 7 Leute vergifte ich gerade. Wenn das so weitergeht, ist bald der gesamte Marktplatz clean. Hoffe ich doch. Die sind da nämlich gerade alle zu dem Punkt, wo ich gerade die Giftbomben die ganze Zeit hinwerfe. Boah, wie sie gerade alle kassieren mit ihrem Kirschbund. Sag mal, wenn ich die Kiste holen kann. Die sind gerade am Recken gehen. Versteck dich lieber erst nochmal. Ich hab doch 3 Giftbomben, mal gucken. Also, jetzt müssten eigentlich die beiden Türsteher drauf gehen. So, der ist weg. 2 habe ich noch, ich dürfte eigentlich fast alle wegkriegen. Gut. Warte. Ne, ich dürfte so, ja, ich krieg alle weg, wenn das so weitergeht, ja. Also, einmal, ich habe jetzt noch eine Giftrauchbombe, habe ich jetzt noch. Giftgasbombe. Warte, so ein Fetter weniger wieder. 2 Fette weniger, ist nur noch eine Patrouille, Melonenheini und der Fette. Nein! Nicht mich, die! Fuck! What the shit? War das ein Flug? War das ein Flug? Ich bin behindert. Du bist echt hochgradig behindert. Jetzt mal schön verwirrt. Hast du wenigstens die Truhe? Nee. Alter. Du machst mich fertig, Alter. Jetzt bimmelt er wahrscheinlich noch sein Klitsch. Der ist weg und der ist auch weg. Weißt du, nix kannst du, ey, alles muss ich machen. Das ist ein Scherz. Junge! Das ist ein Scherz! Der Kack-Sniper ganz da hinten. Holy Trickshot Master. So. Hast du gerade daneben gesammelt? Ach, halt dein Maul. Der Typ hat gez... So. Mein Gott. Holy moly, Alter. Was ein behinderter Kackrun. Was ein behinderter Kackrun einfach nur. Ja, deine Schuld. Mach halt einmal. So. Ich hab immer noch fast volle Belohnung. Ja, ich hab Hälfte. Safe. Alter, wie hässlich sieht die denn aus? So, ich habe 28.000 bekommen, dank dir. Also, es ist in etwa Hälfte. 41.000. Oh, so, kauf nach. Und nein, du schreibst jetzt nicht einfach. Wir sind gerade mitten in der Aufnahme. Nein, nein, mach ich nicht. Ah, machst du nicht? Okay. Oh, die Aufnahme geht schon 15 Minuten. Einen weiteren Strike können wir noch ranhauen. Gib ihm 1. Muss jetzt nachgekauft haben. 2. Ja, 3. Ist schon. Mission konnte nicht gestartet werden. Warte auf andere Spieler. Jetzt aber. Willst du das mal eine andere machen, oder? Mm-mm. Ich fange doch jetzt nicht an, im Let's Play Techniken für die Mission zu entwickeln. Alter, so sehe ich aus. Ja. Also dir würde ich das zutrauen. Ey, ich habe jetzt einen guten Witz von meinem Kumpel gehört. Wie groß war der größte Jude? Oh Gott, das klappt jetzt gar nicht so gut an. 6 Meter Stichflamme. Nein! Ah, fuck. Egal. Ey, ich habe auch noch einen. Was ist der Unterschied zwischen Hitler und der Sonne? Stimmt, irgendwas mit Flammen oder so. Nein, pass auf. Die Sonne geht im Osten auf und Hitler ging im Osten unter. Oh. Komm, schnell, hau die Sniper weg! Hau die Sniper weg! Mach es! Mach es! Nee. Du bist so eine kleine...
bist so eine Ratte, weißt du das? Du bist so eine... Du bist so eine miese Ratte. Das war jetzt nicht meine Schuld, ja. Och, nö! Pinbuster, mach die weg! Nö! Ich hab dafür jetzt den anderen Sniper weggemacht für dich. Boah, ey, du bist so ein Minkin, weißt du das? So, dann hau schon mal ein paar Berserker-Klingen rein. Hast du schon? Ja, ein, zwei, drei. Warte, das sind drei, einen kriege ich noch. Ist ein Scherz. Ich hab's auf der Aufnahme. In dem Moment, wo ich schieße, bewegt er sich. Ja, den Melonenkorb hier kann ich nicht machen. So, fertig. War das eine Wespe? Komm, Alter, ich will den Kleiderschrank in der Aufnahme. Bitte, Kleiderschrank. Ah, schade. Lol. Ach so, danke. Bitte, bitte. Ich hätte jetzt schon Bock. Kriegst du dir so, du Lutscher. Man kann es ja mal probieren, ne? Ich hätte schon Bock, 100 zu jumpen irgendwie. Ich weiß schon. Egal, meine Zuschauer haben ja einen absoluten Logenplatz einfach nur. Pass auf, Pinbuster, wir müssen jetzt mal, damit wir den Unterhaltungswert des Videos für die Zuschauer garantieren, uns über ein derzeitiges, aktuelles, besonderes Thema unterhalten. Was sagst du zur momentanen Abtreibungssituation in Deutschland? Nein, Spaß. Nein, zur derzeitigen Flüchtlingssituation in Deutschland. Nee, Alter, das lasse ich lieber. Nee, komm, wirklich, sag mal deine ehrliche Meinung, das interessiert mich. Bist du außer der Meinung, wie die Ukraine einfach Zaun um Deutschland zu Hashtag DDR ja. wieder? Ja, oder? Klar, Hashtag DDR. Weißt du, wie in dem einen Let's Play, was sagt eigentlich der NPD? Naja, sind eigentlich ganz korrekte Leute, oder? Nein, aber bist du der Meinung, wir sollen weitere aufnehmen? Bist du der Meinung, es sollte Stopp sein? Oder bist du der Meinung, wir sollen alle wieder zurück in die, nach Auschwitz, nach hier, ihr Heimatland? Auschwitz, ja. Nach Auschwitz. Ja, klar, absolvieren. Es geht einfach nicht mehr klar. Weil ich bin der Meinung, klar, es ist gut, dass wir sozusagen so offen und tolerant gegenüber so vielen Leuten, übrigens hast du mitgekriegt, eine AfD 14%, die geht jetzt hier Richtung Bundestag. Wenn das so weitergeht, dann nähern wir uns noch weiter der rechten Ecke, bundestagstechnisch. Die rechten Ecke. Was denkst du, wie lange die Merkel eigentlich noch bleiben wird? Wir haben jetzt alle Nazis, ja, eigentlich, wenn sie jetzt nicht geht, das weiter. Alle Leute, die daran glauben, dass der Adolf Hitler ein richtig geiler Mann war, die schreiben jetzt aber in die Kommentare nur 88, ja? Ach komm, ganz ehrlich, Alter, lol. Gib ihm! Das ist ein Scherz. Nein! Fuck! Ja, jetzt bin ich auch nicht. Smoke doch! Oh oh, renn! Renn! Die kommen alle. Ah, geil. Hart sexuell, Alter, oder? Weißt du, ich war gerade so schön am Reden. Jetzt kommst du mit deiner Kacke hier. Ja, tut mir leid, ich hab dich unterbrochen. Was gab es, was du uns Wichtiges erzählen wolltest? Ja, wo wir jetzt stehen geblieben bei Adolf, ne? Ja, irgendwie waren wir beim korrekten Mann hier stehen geblieben und so. Ja, wo, für die kurze Zeit könnte man ihn schon wieder gut gebrauchen. Boah. Na, jetzt nicht, was du denkst, aber trotzdem. Weil was hast du eigentlich zu Pegida? Hast du mitgekriegt, dass du dieses Wochenende bei uns in Sachsen ja die Abend den absolut super Demo geben hier? Pegida und Legida vereinen sich. Ja, weiß ich. Das ist jetzt einjährige Jubiläum. Was ist stattfindet? Einjähriges Bestehen von Hurensünden. Sehr gut, da würde ich mich auch drauf freuen und mitgehen. Fuck. Wie kommst du denn darauf? Sagen wir es so. Klar, es sind nicht alle bei. Ich meine Eltern hin, ja? Ach du Scheiße. tut mir leid. Ich sag, pass auf, ich muss mir jetzt mal ganz meine Aussagen kurz stützen. Ich sage nicht, dass alle dort mies sind.
Weil ich denke mal nicht, dass seine Eltern jetzt dauernd mit dem Hitlergruß durch die Gegend rennen. Ich bin alles Nazis, kommt jetzt bestimmt wieder. Bestimmt wieder. Alles Nazis da, weißt du? Alle machen so einen Hitlergruß. Nein! Jetzt verkehre ich das Schloss hier, also verdammt. Stimmen sitze Hitlerhimmel ein. Ja. Nein, aber ist halt das Problem, dass halt Pegida halt überwiegend für Dummheit steht. Es gibt natürlich auch welche, die einfach dorthin gehen, weil die einfach zum Ausdruck bringen wollen, wir sind mit der derzeitigen Flüchtlingssituation überfordert. Da gibt es einfach zu viele Rechtsradikale dort, die dann halt ein paar Sachen brüllen. Ich meine, guck mal, allein schon diese Situation, ne? Rechtsradikale. Du hast doch das mitgekriegt mit dem Galgen dort, oder? Der irgendwie Galgen für Merkel und Schäuble. Geil! Das ist doch richtig so! Es war voll geil. Das sind die größten Spacken vor den Herren. Ich meine, klar, unsere derzeitige Flüchtlingssituation ist politisch gesehen eine absolute Katastrophe und was sie da machen, das ist ein Scherz. Aber mal im Ernst, das geht doch auch nicht, dass sie dir einfach Geigen hinhauen, Alter. Oh, okay, du musst noch viel lernen. Es ist vorne auf. Es wäre sehr, sehr nice. Weißt du, die klettern in die Kleiderspenden rein. Echt jetzt? Ja. Lol, wann war das denn? Ja, habe ich schon mal wieder so ein Video gesehen. Facebook, da klettern die da wirklich in die Kleiderspenden rein und holen da die Sachen raus. Haben die nicht schon genug, oder? Haben die nicht schon genug? Boah, ey. Also falls irgendjemand von meinen Zuschauern bisher bis hierhin gesehen hat, ich freue mich echt auf die Kommentare, die hier in dem Video kommen werden. Wahrscheinlich so, GP und Penwasser sind voll die Rechten, ey. GP, komm mal her. Guck mal, wie der da kommt. Jetzt hast du es verpasst. Bist du irre? Alter. Die ganzen Kevins kommen gleich hier runtergeronnied. Du bist so dumm, du bist so ein dummes Stück Hundekot, Alter. Die kommen hier runter, Junge! Wow, ich komme, glaube ich, nicht mehr weg, oder? Renn! Also ich zähle zwei Fette. Du auch, oder? Und ich zähle keine Fette. Erstmal daneben gehauen. Was? Gegen eine Folge? Okay. Jetzt komm aus dem... Was will der eigentlich von mir? So ein... So. Und bitte, bevor du jetzt irgendetwas machst, ja, bitte lass mich erst oben clearen. Bitte. Ich will jetzt wenigstens einmal im Video gut dastehen, weil ich habe schon einiges an Belohnung verloren. Du hast es jetzt eh schon verkackt. Nein! Echt mal. Ich hab mich für die Flüchtlingshilfe ausgesprochen, jetzt wird mein Video eh zu Tode gedisliked. Hast mich verarscht. Boah, Alter, jetzt kommt ja wieder so ein Melonenspaß. Und ein Fetter. Der Fett ist auch ein bisschen dumm. Der Melonen-Heino. Mich in Hasse. Na gut, noch hält sich meine Belohnungsverlust in Grenzen. Also ich denke bei... Noch fast volle Belohnung. Na, ich habe jetzt, denke ich mal, sagen wir mal 7000 verloren. Lol. What the fuck warst du neben mir? Was denn? Wie ist das grad denn jetzt schon wieder? Du hast gerade neben mir so richtig geile Kniebeuge gemacht. Boah, Alter, schon wieder der Marktplatz, ey. Wie wahrscheinlich ist das, dass im Let's Play zweimal der fuck Marktplatz drankommt? Ja, da können wir noch ein bisschen über Flüchtlinge reden. Ja. Ja, von mir aus. Erstmal ganz kurz. Komm, lass mal lieber. Nee, ohne Scheiß, ich will gerne mal deine Meinung zu der Zeit in die Flüchtlingssituation wissen, weil ich bin auch der Meinung, klar, was sagst du, die ganzen politischen Flüchtlinge, na? Die wirklich... Das ist ein Scherz, der Fette macht jetzt nicht mal was.
Das ist wahrscheinlich seine Mensa-Fischling-Situation. Nee, wenn ihr weiter darüber redet, streike ich einfach. Nee, weil ich bin schon der Meinung, weil die ganzen, zum Beispiel die ganzen politischen Flüchtlinge, das ist ja kein, das finde ich persönlich jetzt nicht mal so schlimm jetzt, weil... Ja, das nicht schon wieder! Bleiben. Mein Gott. Alter, ich werde gerade einfach nur permanent entdeckt, ey. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle gehen sollen. Aber ich finde einfach das Problem, dass halt einfach so viele, sag mal, Wirtschaftsflüchtlinge kommen. Die haben zum Beispiel eine Doku gebracht über einen, der kommt ja aus dem Land, weißt du, es hieß in der Doku, ja, er ist aus seinem Heimat kommen, da gab es überall Bomben, weißt du, obwohl ich, das ein absoluter, auch derzeitiger beliebter Touristenort ist, ja. Das finde ich auch ein bisschen witzig. Oh, ich kann den Typ gerade nicht wegholen, fuck. Ach komm, Alter, meine Belohnung hat eh schon genügend gelitten. Oh, geil. Noch ist nicht clear, warte bitte noch ganz kurz. Du hast gleich die Freigabe. Wir müssen uns beeilen, das Video geht glaube ich jetzt schon eine halbe Stunde. Können so hinkommen. Okay. Okay, also ich bin gerade bei der Giftbombenaktion dabei. Scheiße. Du machst deine Sachen, ne? Ich mach meine. Jo. Hauptsache, das passiert nicht, was jetzt gerade bei dir passiert. Die haben sich gerade alle gesehen und wollten zu dir kommen. Ich weiß. Da muss ich ein bisschen mit der Giftbombe nachlegen. Doch, weißt du, wenn wir, worüber uns jetzt mal wirklich ernsthaft unterhalten können, was ich noch überhaupt nicht gemacht habe, Assassin's Creed Syndicate. Damit kenne ich mich da sowieso nicht richtig aus. Ja, aber generell, was sind denn deine Meinungen? Was denkst du, wie weit ist Assassin's Creed Syndicate im Vergleich zu Unity? Denkst du, es ist vielleicht die Chance, dass das... Mehr was? Will ich gar nicht. Was? Besser als Unity wenigstens. Sagen wir mal so, schwer wird es nicht. Weil mit Unity war schon ein Riesenfell, den sie da rausgehauen haben. Was machst du denn? Junge. Was sind jetzt schon wieder? Ja, da holst du mir ja fast die ganzen... So, übrigens, du hast die Erlaubnis zu gehen, der Fette unten hast ist weg. Hast du mal hinter dir geguckt? Nein. Was soll denn hinter mir sein? Oh, ist mir da gerade umgefallen. Ist jetzt freie Bahn. Freie Bahn, du hast die Erlaubnis zu gehen, unten ist clear. Aber beeil dich, da hinten kommt eine Patrouille. Pack dich wieder fest, ja, bin dabei. Ich werfe eine Smoke, renn. Ja. Jetzt haben sie mich schon entdeckt. Komm jetzt! Der Fette kommt nicht zu dir! Komm! Weg! Renn! Ach, du hast die Truhe noch nicht, ne? Ne. Jetzt kann ich nicht reagieren. Lol. Der lebt ja immer noch! What the fuck? Egal. Ding, ding. Ah, wie ich sie hasse. Sufi. Naja, ich würde sagen, haben wir jetzt eigentlich gut genug gemacht. Würde ich sagen, nehme ich jetzt nochmal ein sowas auf, würde ich sagen. Dann halten wir uns im nächsten Video nochmal darüber. Über Assassin's Creed Syndicate. Syndicate, jetzt nicht die Flüchtlingssituation. Nicht die Flüchtlingssituation. Mehr will ich jetzt dazu erstmal nicht sagen. Was war deine Meinung? Du hast einfach nur gesagt, es wäre ganz gut, wenn Hitler jetzt wieder annimmt. Nein, ich weiß. Ja, weil du davon geredet hast. Ich fand das einfach so feierlich im Moment. Ja, von mir aus. Also gut, Leute, das war's von diesem chaotischen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann können ruhig weitere solche Videos kommen. Und bis dahin, haut rein. Ciao.